Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr geehrt, die Laudatio für Michael von Grafenried für den Erich-Salomon-Preis halten zu dürfen. Michael von Grafenried hatte mich angerufen, als er mir sagte, dass er diesen Preis erhalten wird. Den Erich-Salomon-Preis fand ich das spontan eine für sein Werk extrem adäquate Idee, habe ihm zugesagt damals und möchte diese Zusage jetzt auch einhalten. Dieser Film hier ist nicht als Gag gedacht oder als eine humoristische Einlage, sondern um diese Zusage zu erfüllen. Vergangenen Samstag hat mich ein Auto beim Radfahren niedergemäht und deswegen kann ich jetzt noch nicht unter Ihnen sein. Wenn man die Bilder von Michael von Grafenried sieht, dann sprechen sie eine ganz eigene Sprache. Wenn Sie die großformatigen Bilder sehen, die jetzt hier in der Ausstellung sind oder die auch vor dem Museum für angewandte Kunst in Form von Billboards auf der Straße zu sehen sind, so sehen Sie eine ganz eigene Bildsprache, die vielleicht mit zwei oder drei Dingen charakterisiert werden kann. Zum einen haben Sie einen ganz flachen Raum, es ist ein monumentaler Raum, ganz flach. Man denkt eigentlich fast an den abstrakten Expressionismus der amerikanischen Malerei der Nachkriegszeit. Sie stehen als Betrachter mitten im Bild drin, es gibt nicht mehr die Distanz wie in der traditionellen Fotografie. Sie sind mittendrin in der Bildfläche und dadurch ergeben sich auch ganz eigene Achsen zwischen dem Horizont, besonders mit den Menschen aber, die vertikal stehen. Das sind wie große Balken, die mehr oder weniger schief in der Vertikalen drin stehen. Und dieser Bildaufbau, den man in diesen großformatigen Bildern mit Panoramakamera von Michael von Grafenried ganz häufig findet, haben sich inzwischen zu einer wirklichen Formensprache ausgebildet. Zu einem Werk, das unter anderem eben auch fotografische Bilder zeigt, die man sonst in dieser Form nicht sieht und die neue fotografische Bilder sind. Diese Ästhetik von Michael von Grafenried, von diesen großformatigen Panoramakameraaufnahmen, kommt zum zweiten gesehen aus einer Methode. Und diese Methode ist, denke ich, sehr interessant. Die Methode entstand Anfang der 90er Jahre in Algerien, als der Bürgerkrieg ausgebrochen war zwischen Islamisten einerseits und dem laizistischen Staat auf der anderen Seite. Und von diesem Bürgerkrieg in Algerien in den 90er Jahren sind ja so gut wie keine Fotos, authentische Fotos, aus dem Bürgerkrieg heraus übermittelt. Letztlich sind die Fotos von Michael von Grafenried fast die einzigen, jedenfalls wahrscheinlich die prägenden und die bleibenden Fotos dieses Krieges. Und die Methode, wenn man das so nennen kann, entstand auch für diesen Krieg. Michael von Grafenried fand sich mehr oder weniger zufällig damals in Algerien und um das fotografieren zu können, hat er eine Panoramakamera verwendet. Er sagt auch oft, das ist fast eine Spielzeugkamera. Die Panoramakamera hat es ermöglicht, unerkannt zu fotografieren, das heißt, die Kamera wird selbst nicht als Fotokamera von den Menschen wahrgenommen, damit auch der Fotograf nicht als Fotograf, noch dazu, weil er nicht durch das Objektiv, durch den Sucher blickt, sondern die Kamera beiläufig auf seiner Brust trägt und die Kamera, wie gesagt, auch gar nicht erkennbar ist als Fotoapparat. Ein Nebeneffekt entsteht dabei. Zum einen können Sie Fotos machen, bei denen die Menschen den Fotografen nicht beobachten, nicht auf den Fotografen reagieren. Das hat eine ganz eigenartige Stimmung dieser Kriegsbilder, Bürgerkriegsbilder aus Algerien gebracht. Und zum anderen muss der Fotograf hineingehen. Er muss zum Teil in einem Meter Abstand nur von dem Objekt arbeiten. Und eben die ganze Distanz, die die Fotografie traditionell aufgebaut hat zwischen dem Apparat und dem Objekt, wird gleichermaßen reduziert. Der Fotograf und damit auch der Betrachter steht mitten im Bild und mitten im Geschehen. Die algerische Methode wurde sozusagen auch auf den Westen, den Süden, den Norden angewandt. Einerseits mit North Carolina, USA, andererseits jetzt kürzlich mit Kamerun, mit Kairo, aber auch die fantastische Studie über das Drogenpärchen in Zürich aus den späten 90er Jahren ist etwas, was mit dieser Methode entstand, auch wenn sie nicht unbedingt immer mit der Panoramakamera entstand. Und was man zu diesen Communities sagen kann, ist, dass sich vielleicht durch die Panoramakamera ein neuer Zugang des Fotografen zu gesellschaftlichen Gruppen ergeben hat, eine neue Möglichkeit, sie zu studieren und innen drin zu sein, genauso wie die Kamera, das Objektiv plötzlich auf einmal zwischen den Objekten der Fotografie steht. Und das ermöglicht ein Umgehen mit Communities, das weit weniger klischeehaft ist in den fotografischen Bildern, als viele
künstlerische oder fotografische Arbeiten und Enquete, die in den letzten 15 Jahren gemacht wurden im Bereich der Political Correctness. Oft kann man ja Arbeiten, die sehr gut intentioniert sind aus der Political Correctness, vorwerfen, dass sie mit fotografischen Klischees umgehen oder dass sie klischeehafte Fotografien verwenden, als ob das eine neutrale Sache sei. Demgegenüber verhält sich Michael von Grafenried wirklich als ein gestandener Fotograf in dem Sinn, dass auch seine Fotografien nicht Klischees sind, sondern formal völlig neue Fotografien. Und das ist, denke ich, für eine Arbeit, die man Arbeit mit Communities oder auch politisch korrekte Arbeit nennen kann, ganz essentiell, dass man nicht gleichermaßen naiv mit Klischees, mit Bildklischees umgeht. Und der vierte Punkt, der mir in der Arbeit zentral scheint, ist der Umgang mit Plakaten, also das heißt eine neue Veröffentlichungsform. Das ergab sich zum ersten Mal bei der Arbeit mit dem Drogenpärchen aus Zürich, wo große Billboards in der ganzen Schweiz dazu gedient haben, diese Fotos zu veröffentlichen. Und das führt vielleicht zu den Parallelen zu Erich Salomon. Einerseits hat Salomon ja eine neue Fotokamera verwendet, eine, die von Bildjournalisten damals noch nicht verwendet wurde, die kleine Leica, die ganz neue Fotografien ermöglicht hat, ein neues Herangehen, auch ein Mitleben mit gleich dem politischen, kulturellen Personal der Weimarer Republik. Und die Verwendung der Leica und alles, was damit möglich wurde bei Erich Salomon, hat andererseits auch eine neue Veröffentlichungsform gebracht, nämlich die Fotografie, die plötzlich in intellektuellen Wochenmagazinen adäquat reproduziert werden konnte, eigentlich der Beginn des klassischen Bildjournalismus, der heute verschwindet, wenn wir wissen, dass selbst die großen Wochenmagazine, die auf Bildern aufgebaut sind, keine angestellten Fotografen mehr verwenden, sondern nur noch aus Agenturen zukaufen. Und Michael von Grafenried ist ein völlig freier Fotograf geblieben, der nicht für Agenturen arbeitet, alles auf eigene Verantwortung macht und der eben unter anderem über das große Billboard, über das Großplakat eine Form gefunden hat, den Zusammenbruch des Bildjournalismus in den klassischen Medien, in den Zeitschriften zu überleben und direkt, ohne den Zwischenschritt durch die Zeitschrift, direkt an das Publikum zu kommen. Es ist ja derzeit ein völliger Umbruch in der Medienlandschaft. Die elektronischen Medien sind auch dabei, einen ganz neuen Platz zu erobern. Und es ist interessant zu sehen, wie ein altes Medium, das Plakat, das Großplakat, auf einmal ein sehr modernes Medium in diesem Zwischenstadium sein kann, indem es dem Fotografen ein direktes Zugehen auf das Publikum ermöglicht. In diesem Sinn hätten wir drei oder vier Elemente, die eine Nähe und eine qualitativ sehr hochwertige Nähe zwischen Michael von Grafenried und Erich Salomon beschreiben. Ich würde vielleicht noch eine weitere Nähe dazufügen, nämlich wenn man seine großen Fotos ansieht, auch die Fotos beispielsweise von dem Drogenpärchen in Zürich, so wird nie der entscheidende Augenblick im Sinne von Cartier-Bresson gewählt, sondern immer die Situation zwischen den Augenblicken. Und dieses Aufnehmen einer Sache zwischen den Augenblicken ist dann oft viel sprechender und auch zärtlicher in gewisser Weise für die Aufgenommenen als der berühmte entscheidende Augenblick. Wenn Michael von Grafenried den Erich-Salomon-Preis erhält, ist er der dritte Schweizer Preisträger dieses Preises, nach Robert Frank und nach René Bury, eine unglaublich hochwertige und fantastische Nachbarschaft. Und man kann andererseits aber auch sagen, dass er wie alle diese Fotografen diese Authentizität hat. Wenn man ihn ein bisschen kennt, so hört man immer, ja, wir machen das, ich muss das jetzt machen. Er ist jemand, der eng auf die Leute zugeht, der einen sehr nahen Kontakt hat, aber der weiß, dass er Fotos machen muss, die Leute nicht nur nicht erwarten, sondern die sie in einer Weise zeigen, in der sie eigentlich nicht fotografiert werden möchten und die weit weg sind von jedem Klischee, formalen oder inhaltlichen Klischee der Fotografie. Zuletzt muss man sagen, was sein Werk wirklich auszeichnet, ist ein ganz großer Humor und vielleicht war es doch mit diesem Humor verbunden, dass er mir vorgeschlagen hat, diese Rede doch zu halten, wenn auch über Video. Vielen Dank.